Okay, ich komme gerade aus den Raum, wo wir gegen Estelle gekämpft haben, in diesem Wald. Und falls ihr euch erinnert, wir sind direkt nach oben gegangen, da war so ein Portal. Und was ich diesmal gemacht habe, ist, ich bin irgendwie die Bäume noch mal hochgeklettert und habe noch so ein anderes Portal gefunden. Da war so ein blaues. Und ich bin nicht irre, nach Alexei war auch so ein blaues Portal, wo ich nicht durchgehen konnte, weil ich nicht genug Galt hatte irgendwie, ne? Und ja, ich habe jetzt 9 Galt. Ich weiß nicht, ob das genug ist oder so, aber ich konnte jetzt durch dieses blaue Portal gehen, was in Estelles Raum war. Und jetzt bin ich hier gelandet. Und jetzt machen wir das Viech fertig. So, darf ich noch nicht bekämpft haben, ne? Nö. Boremits Gedenken. Gut. Also, wir kommen immer wieder in neue Räume hin, ne? Was ich gut finde. Oh Gott. Was ist das denn? Mal gegen dich kämpfen muss ich an, ne? Wär's ja nicht hier und hieß Gedenken oder so, ne? Okay. Oh Gott. Ja, also wir finden mal neue Bossen und so. Boah. Ich denke die ganze Zeit um. Okay, ich muss. Ich stehe gerade erst auf, ne? Und da haut der mich wieder um. Alter. Hör auf damit. So, boom. Machst du damit, Judith? Was machen wir den hier? Holy Rain. Und niemand kann so gut einen Zauberspruch aussprechen wie Richard aus Tales of Graces. Holy Lands. Er ist ganz so episch. So. Komm gar nicht an ihn heran, aber wir machen Schaden. Also ich persönlich nicht, aber meine Kollegen, ja, die machen ordentlich Schaden. Ich glaube, Schule ist diejenige, die am meisten Schaden macht uns in der Gruppe gerade. Boah. Okay, ich wollte gerade links einsetzen, hat auch geklappt. Oh. Okay, Patty macht auch ganz schön Schaden mit ihrer Magie. Na gut, dann zaubern wir dich eben kaputt. Ich komme irgendwie nicht an dich ran, ich prall die ganze Zeit ab, was mich die ganze Zeit kaputt, jetzt zauber ich einfach. Ja, boom. 48.000 Schaden mit einer Combo, sag ich mal. Was ist das? Cool. Weil Limit lädt sich auch schnell auf. Oh gut, jemand hat nicht der Treffer gemacht noch. Ich habe auch eher zwei gedrückt, aber ich war zu weit weg. Wer hat da gerade 80.000 Schaden gemacht? Oh Gott. Okay. No. Okay. Falsch, geil. Jetzt haben wir 10. Ist das gut? Jetzt haben wir 11. Schön. Und mal einfach so 100.000 Gold bekommen. Auch nicht schlecht. So, ich gehe jetzt immer, weiß nicht, in verschiedene Wege und in der Hoffnung, dass ich dann neue Monster finde. Und das scheint auch der Fall zu sein. Guck mal hier. Immer direkt ein neues wieder. Das ist auch ein Boss, ne? Es werden ja mehrere Monster, glaube ich. Poseidons Gedenke. Ne, Poseidon, das war der bei links war in Saude, glaube ich. Sieht aber genauso aus wie der andere letztens, wenn wir bekämpft haben. Ja, komm. Ich habe halt auch so einen blöden Schild, ne? Komm her. Ich weiß überhaupt noch nicht, wie ich das hier alles zuschneide. Ich werde wahrscheinlich mehrere Parts einteilen oder so, keine Ahnung. Ich habe jetzt so viele kleine Parts, die ich jetzt mal alle hier in einem Part reinschneiden muss. Ja, ich weiß noch nicht die Dauer und so. Aber ich werde schon was. Ich glaube, ich, wenn ich schon den ganzen Part aufnehme, dann bis zum, weil nicht, zum ersten großen Boss oder so, letzten Boss, keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Vielleicht hat wie ein Dings, wie ein Star Ocean 4. Da gab es zwei Bonus Dungeons, ne? Eins war auch in so Ebenen eingeteilt, so wie die Nekropole. Nein, es war nur einfach so in zwei Ebenen eingeteilt und hatte nur einen Boss, glaube ich. Und ich glaube, wie ist das nochmal? Ich weiß auch gar nicht mehr. Jedenfalls hat das längere hatte, glaube ich, mehrere Bosse immer. Aber voll nervig, da hast du wirklich stundenlang drin gesessen. Du konntest dazwischen nicht speichern und so. Muss echt stundenlang irgendwie. Ich glaube, im Durchschnitt warst du da 3 oder 5 Stunden lang drin. Ne? Voll nervig war. Dazwischen konntest du nicht speichern und das Spiel ist sogar manchmal abgestürzt, was auch nicht so dolle war. Und ja, da war ein Spaß. Okay. Ja, und der Bonus-Content in Star schon mal richtig kacke. Oder die Trophäen, ey, du hast so im Kampf so Kampftrophäen und eine davon, weiß nicht, umfasst irgendwie, dass du mit einem Charakter, ich glaube, 100.000 Gegner oder so erledigst. Und selbst wenn du das Spiel dreimal irgendwie so durchspielst, kommst du nicht mal auf die Nummer. Wenn du alle Gegner mit diesem Charakter getötet hast und dann musst du dich in so einer blöden Dungeon einstellen, wo mehrere Gegner auftauchen und dann immer wieder Gegner kaputt hauen, ne? War so stumpfsinnig. Ich habe das sogar versucht und das hat Wochen gedauert. Und du musst das mit zwei Charakteren machen. Ey. Wer hat sich das ausgedacht, ey? Und ja, ich glaube, ich krieg echt 4 Punkte. So, wir haben übrigens hier wieder 9 Boss. Das sind echt alle verkackten Gigantenmonster, ne? Oh nein, ich erinnere mich. Chimäre, dann gibt es noch den Schmetterling, ne? Gegen die musste ich ein paar Mal kämpfen, glaube ich, weil ich mal irgendwie Sachen von dem brauchte, glaube ich. Was ist das? Und das. Und den ja. Ich am Boden, ich kann ihn nicht treffen. Gott, ist so armselig für die Gigantomonster, Chimärenmonster, wollte ich jetzt sagen, wird jetzt so schnell kaputt gehen. Dann echt die Teufelswaffen, die so viel Unterschied machen. Ich pack den neue mal, weil ich krieg die Gegner jetzt auch hier immer schön festgenagelt. Habe ich so das Gefühl, meistens jedenfalls bei auf. Gefällt. Na gut, wenn du nicht stehen bleibst, dann zauber ich eben. So. So treffe ich dich garantiert. Boom. Ich hoffe nur, wenn jetzt irgendwie so ein spezieller Boss oder irgendwie so kommt, dass ich auch vorher noch gewarnt werde, um mein Team irgendwie zu ändern. Oder es wenigstens so auffällig ist, dass irgendwie was passiert. Einfach ganz schön unfair. Ich laufe dann ungünstige Gegend, dann laufe ich hier mit dem Team hier rein. Das Team ja das schlechteste Team aller Zeiten ist, aber ich hätte doch gerne irgendwie kompetentere Leute in mein Team. Wenn es geht. So, na. Komm runter. Nein, ich treffe dich nicht damit. Okay, jetzt habe ich da abgewehrt. Ich treffe dich mit meinem Powerhammer. Ja. Also voll blöd. Der geht vom einen Ende zum anderen, nur um dann wieder zurückzufliegen. Mein Gott, ey. Kai in dem Spiel. Oh, Patty ist tot, sehe ich gerade. Wie ist denn das passiert? Hallo? Jetzt mal. Danke. Ich habe auch noch gegen so 3 Soldaten gekämpft, die irgendwie so Namen hatten, aber die fand ich es irgendwie nicht so wert, irgendwie aufgenommen zu werden, weil waren so Jormgen und was weiß ich, nenne ich mich Jormgen, so heißt eine Stadt hier. Wir hatten Namen und weiß nicht. Ich kann mich nicht mehr erinnern, in der Story mal gegen die gekämpft zu haben. Waren unwichtig. Ja, war noch nicht so speziell, aber einfach so 3 Soldaten, die ich auch immer wieder im Kolosseum hier antreffe.
So. Du bist auch ein Gigantomonster, ne? Na komm. Ja, so viele Gegner hintereinander. Und ich wusste, ich wollte erst sagen, das ist doch die grüne Gefahr, ne? Aber dann leg ich falsch und dann hätte ich mich voll blamiert und dann hätte mich alle ausgelacht und ja, deswegen habe ich nicht gesagt. Aber hatte ich schon recht. Ich weiß, dass ich recht hatte, dass das passiert. Aber diese blöden Gegner, die immer wieder umfallen, ne? Das ist auch voll nervig. Vor allem, ich kann ihn nicht treffen. Estelle spackt gerade so herum, läuft die ganze Zeit auf den los, obwohl sie voll in Reichweite ist. Zack, zack, zack. Boah. Stich. Julius kam irgendwie mitten aus nichts gerade. Oh Gott. Okay. Die alle aus der Stelle wurden betäubt. Schon wieder. Du bist mein Kill. Ich schlitz dich auf. Sagt Estelle in ihrer voll niedlichen Stimme. Ich stech dich ab, bis du stirbst. Und das Leben aus deinen Augen verschwindet. So, komm. Wow. Tut Judith einmal so rein joinen, auf einmal ist er weg. So. Da ist ein Portal und nur da ist ein Portal, ne? Ja. Keine Truhe. Doch da. Mein Gott, ich sehe die kaum. Scharfes Getränk. Heiß, 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 heiß. Raven, was hältst du von Judith? Heiß, 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 heiß. Okay. Boah, ich muss dann auch immer wieder in meine Parts reingucken und gucken, welchen Weg bin ich jetzt schon gegangen, welchen nicht. Und gucken, ob ich jetzt hier neue Wege finde und so. Gott, das wird kompliziert. Gehen wir da rein. Schon wieder ein neues Viech. Okay. Warum nicht? Komm her. Schon fast alle Gigantomonster, ne? Kann das sein? Toro Broncos. Boom. Werden definitiv zwei Parts oder drei Parts oder jedenfalls nicht in einem Jahr alles erledigt werden. So wird schon mal klar. Ich kann mich gar nicht erinnern, wie hat als in Taste of Grace noch mal war. Da konntest du eigentlich nur zu den Bossen hinrennen, ne? Und eigentlich Gegner ausweichen und direkt zu den Bossen rennen im Zonenkäfig, ne? Irgendwie so war das doch, ne? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ne? Ja, schon so lange her, seit ich das aufgenommen habe, ey. Ja, mein erstes Projekt, ne? Zusammen mit Mega Man X8, das ist schon Jahrzehnte her, ey. So lange bin ich schon auf YouTube. Dritte war bei Valkyria Chronicles. Oh Gott! Bin den ganzen Weg hier zurückgerutscht. Du. Ja, das nie wieder. Das sah voll lächerlich aus, ey. Ich bin Level 106, glaube ich. Ich kann mich nicht so durch die Gegend hier schmeißen lassen von sowas. Wenn darüber nachdenken, dass ich hier die ganze Zeit ohne Heiler durch die Gegend rennen. Also ich habe einen Heiler in meiner Truppe, aber ich heile mit der nicht. Das sagt schon mal über die Schwierigkeit hier aus, oder wie überlevelt ich bin, meine ich. Er hat schon eher, ne? Ja, was macht Peter? Der hat die ganze Zeit so einen Kreis um sich herum. Da hat er gesehen. Ja, schon wieder.
So, machen wir mal kurz eine Heilrunde hier. Ach, geh weg für mich. Machen wir einmal kurz hier. Oh mein Gott. Ja, mal eine Sekunde von mir weg, ey. So, man hat erledigt. Ah, jetzt hat die noch mal geil eingesetzt. Oh, stimmt. Hier, dieses Ding ja, womit sie, wenn sie viel heilt, bekommt sie Überlimit. Muss noch zwei Zauber einsetzen, dann geht das schon. Was? Also voll krass. Lass mal bitte nicht die ganze Zeit von mir wegrennen, ey. Boah. Automedicine. Zitronengummi gestohlen. Sehr gut gemacht. Repeat. Verdammt, jetzt haben wir vorher gewusst, ja, ich hat eingesetzt hier. Oh, bleib doch mal stehen, ey. Der rennt die ganze Zeit von einer Ecke zur anderen, ey, ohne dass ich was machen kann. Oh. Na, warte du. Aber er ist am Boden, kann ich den wieder nicht treffen. Komm her. Nein, ich habe daneben gehauen, geworfen. Na, ja. Mein Gott, ey, war ja schon immer so nervig. Ja, frisst hat. Das kommt natürlich auf mich los. Mein Gott. Das ist ein nerviges Kackvieh. Ja, macht Repeat die ganze Zeit. Mir scheint immer so eine Blase irgendwie. Die gelbe. So. Wie ich doch fast volle TP habe, ne? Und TP, Repeat auch. Ja, was machst du die ganze Zeit da? Phantomgletscher, ne? Stand da gerade. Das ist dein Gegner ein Gletscher im Porsche, wenn er dich im Liegen berührt. Und ich sage, für eine gute Fähigkeit ist als computergesteuerter Charakter. Oh mein Gott, ey. Bonk. Sehr gut. Oh, bitte frag jetzt mal. Alter, hör auf damit. Hey. Alter. Nein, geh weg von mir. Boah. Danke, oh mein Gott, ey. Für ein blödes Mistviech, ey. So, haben wir auch wieder nur einen Ausgang. Oh, eine Menge Geld. 100.000 wieder. Na gut. Oh, hi, Alexei. Den Kampf tue ich natürlich rausschneiden. Bis gleich. Okay, Alexei wurde vernichtet. Jetzt haben wir wieder hier zwei Ausgänge, ne? Einer ist hier unten, der blaue. Ich hoffe, ich kann jetzt hier durch. Dreck. Hier war Galt drin, falsches Galt, Wundergummi. Ja, boom. Wow, fast alles geheilt. So, gucken wir mal, ob wir jetzt hier weiter können. Das wäre nämlich sehr toll. Okay, dann heißt es wohl wieder hier rausgehen und von vorne hier wieder reingehen. Ja, das wird wohl noch ein paar Mal passieren, bis ich, nehme ich mal an, genügend falsches Galt habe, ne? Keine Ahnung, 12 Stück habe ich jetzt. Keine Ahnung, vielleicht brauche ich noch ein bisschen mehr. Aber ja, im Moment kann ich jetzt wieder neu raus. Gut, also ja. Dann sehe ich euch wieder, wenn ich zum dritten Mal, glaube ich, reingegangen bin und ja, wieder irgendwie was Neues gefunden habe. Also ja, bis gleich oder bis zum nächsten Part. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie lange das jetzt schon hier ist. Also ja, ciao. Okay, da oben haben wir noch was wir nicht bekämpft haben. Das schnappen wir uns jetzt mal. Ne? Komm mal her, du. Komm mal her, du. Langsam wird das echt übersichtlich mit den Gebieten, die ich noch nicht gefunden habe und die ich noch nicht abgecheckt habe. Und ja, deswegen, ja, weiß ich jetzt nicht mehr,
wo ich schon war, wo nicht, und ja, bin schon an einigen Orten aus Versehen schon wieder neu hin und her gerannt, wo ich eigentlich neue Wege gehen wollte, aber ja, muss ich mir irgendwie mal aufschreiben oder so. Und ja, oh Gott, okay, wie hat er so schnell gezaubert? Aber macht irgendwie nichts, ich bekomme hier gute Erfahrung, ich komme mir locker immer Level ab, oder mindestens zwei, wenn ich einmal raus und reingehe und Alexei hier bekämpfe und dann von da aus wieder rausgehen muss, was noch nicht der Fall war seit dem letzten Mal. Ah ja, ich habe das Gefühl, da wird noch ein paar Mal passieren, wenn ich nicht noch ein paar falsche Galtstücke bekomme, was bis jetzt noch nicht der Fall war übrigens, ne? Also ja, können wir ruhig mal ein paar mehr davon ausdrücken wieder. Okay, warum haben alle möglichen Krankheiten? Judith. Oh, raus alles. Also sind die Gegner immer noch nicht stark. Nicht jetzt hier über Level 65 oder 66. Ja. Gut. Ah, jetzt bin ich geschwächt, ehrlich. Aber du bist gleich tot. Du bist das ins Gesicht. Alter. Also lange nicht meine Art versiegelt sind, geht's eigentlich noch. So, du bist schon gleich tot, ey. Ja, wäre ruhig ab, dann machen wir dir Schaden wenigstens. Die Art von Jude von versiegelt. Und das war in 2 Minuten erledigt. Gut. Ich glaube, wir kriegen, nee, noch ein paar kriegen wir ab schon. Okay. Jetzt muss ich mir immer erst hier merken, wo ich schon hingegangen bin, wo nicht. Leckerei. Brauche ich nicht, weil ich aber brauche es hier, Carol. Und boom. Okay. Guck mal, wo ich hier lande, wenn ich hier rausgehe. Vielleicht wieder zum neuen Boss oder so, keine Ahnung. Das ist ein Schatz. Ich sehe die fast gar nicht. In den blöden Farben hier. So. Vom einige Gebiete sind ja auch ein bisschen groß, deswegen. Weil ich doch nie irgendwie auswendig wissen, wo ich schon lang gegangen bin, wo nicht. Hier unten rechts ist eins. Gehe ich mal nach oben. Guck, ob da eins ist. Wenn ja nur eins ist, wäre natürlich perfekt. Das wäre, glaube ich, zu schön, ne? Ah, lässt mich noch bis zum Ende der Brücke hier laufen, obwohl da nichts ist. Was für eine Unverschämtheit. Okay. Hier, ne? Ja. Ja. Boom. Na gut. Ist hier neu? Ich weiß es nicht. Ich glaube, hier ist neu, ja. Flynn, ja, du bist definitiv neu. Okay. Wenigstens treffen wir ja neue Gegner. Weiß ich auf jeden Fall schon mal nicht hier. Ist die Musik, die im Hintergrund läuft. Ich nicht. Hier ist einfach normal Kampfmusik. Ist nicht so leise, wenn ich Dings mache, Menü aufrufe. Ja, ich rocke immer noch diese Combo. Und wieder das hier. Oh geil. TP wurden geil durch Patty. Gut gemacht. Ich brauchte zwar nicht TP, aber Judith. Hier ist irgendein voll viele TP verballert. Der hat gerade 24.000 einen Schlag abgezogen. 1-2 go. Sag wird.
One, two, go. Ich nie go. Also zweimal Englisch und dann sagt auf Japanisch oder was? Das will ich irgendwie sagen. 1, 2, Dress. Drei einfach auf Spanisch sagen. Was soll sagen? Ja, er hat noch seine Art raus. Aha. Geht sofort auf mich, ob ich noch nicht mal aufgestanden bin, ne? Komm her, komm her. Ich habe auch ein Schild und ein Schwert. One, two, go. Oh, Dreck. Ich drücke die ganze Zeit den falschen Knopf, deswegen. Deswegen kann ich die nicht ketten. Oh, gut gemacht, Petty. Unser TP geil und da war er weg. Ich habe ein magisches Auge auf ihn geworfen, oder? Ja, ne. Alexandrit bekommen, cool. So, ich dachte, was irgendwie KP und TP, obwohl wir brauchen das eigentlich gar nicht mehr. Falsch galt, okay. 13. Gut. Hier noch mehr. Nein. Sag mir jetzt nur ein Weg. Ah, Dreck. Hier kommst du wieder nach draußen, ne? Okay, da ist schon wieder blau. Will ich da durchgehen? Ich gehe mal da durch. Komm ich da hin? Oh, zum neuen Gegner. Das ist gut. Fortschritt, glaube ich. Komm her. Fenris gedenken. Jetzt kommen wir ja an neuen Gegner mal vorbei. Und 1, 2, go. Was auch immer sie sagt, ich finde das voll witzig. Ich glaube, es ist irgendwie der unschuldigste, putzigste Charakter überhaupt. Findet ihr nicht? Schreibt es in den Kommentaren, was ihr davon denkt. So, und wir machen den vollkommen fertig. Er kann nicht mal aufstehen, er liegt nur am Boden. Ja, geil ist, wir werden immer stärker. Wir kriegen immer 4. Ich vergesse mal, wie die Dinger heißen, Fähigkeitspunkte, ne? Wir werden immer stärker, ich kann immer mehr Sachen einsetzen. Das ist awesome. Oh ja. Oh, du bist schon weg, okay. Okay. So, und komm, irgendwas Geiles. Nein, wohl Salbei. Ist nicht schlecht. Ich hätte mehr von diesem falschen Galt, weil ich das wahrscheinlich brauchen werde. So, haben wir gegen dich schon gekämpft? Ich glaube nicht. Immer mehr neue Gegner, ey. Einfach mal so 3, 4 Bosse hintereinander, ey. Greifsgedenken. Ey. So, komm her. Ich habe mich konzentriert. Du kannst mich jetzt nicht taumeln lassen. Oben. Aber wenn ich Pech habe, wird das heute immer noch nichts. Ich bin schon ein paar Stunden hier. Geht nicht ein paar Stunden, aber schon eine Weile. Okay. Ist immer noch nicht abgelaufen. Dem denken Dingen, ja. Oh. Au, 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 au. Alter. Ah, hör auf. Hat einfach 20.000 Mal auf Estelle eingeprügelt. Sein Schnabel.
Dieser Dachskerl. Ah. Nein, ich schon wieder. Hör auf damit, Mann. Das ist eine Strategie, die ich normalerweise mache mit meinem Überlimit. Na, warte, kann ich auch hier. Boom. Einfach immer weiter angreifen. Immer weiter, immer weiter. Oh, ein Stück, ey. Alter. Muss ich irgendwie speichern, so als Highlight oder irgendwie sowas. War irgendwie, weil nicht Gold wert gerade. Geil. Okay. Da gibt es ja noch einen Weg. Ja, ne. Mein Gott, wir alle schon wieder hier im Eimer sind. Keine Truhe hier, doch auf beiden Seiten. Bitte, ich war mal ein bisschen falsches Geld. Wird schon gerne mal irgendwie, weiß ich nicht, hier vorankommen. Geil, voll 300.000 Geld bekommen, glaube ich. Ne, so hier war die grüne Gefahr. Ne, aber ich kann davon woanders, glaube ich. Nee, du bist schon jetzt, glaube ich, 5 Bosse schon hintereinander, oder? Bruce ist einfach alle Gigantomonster, ja. Aber egal, ist gutes Training. Jetzt sind immer 30.000 Erfahrungspunkte. Die Viecher sind jetzt auch nicht so stark. Je stärker ich werde, desto schneller gehen die kaputt. Also ja, es kann nur schneller gehen, ja. Oh Gott, jetzt kann ich die Mentalbonus bei jedem Charakter ja abstellen. Ich glaube sogar Flynn hat auch schon 999 TP, bei denen konnte ich halt auch schon abstellen. Wenn es richtig gut ist, sind dann immer um die 16 Punkte, die ich dann wieder verteilen kann. So. Ich soll noch über anderen wechseln als Estelle, ne? Boom. Steh ab. Und bin schon gleich weg. Boom. Ich denke, die Denkerin, eine Statue, wie so eine Frau sich die Stirn packt. Im Gegensatz zu dem Denker, der einfach nur so kniet, sitzt. Dann, oh Gott, aber ganz Kind fast. Ah, du bist gleich tot. Boom. Kaputt gedreht. Stierflügel. Habe ich die ganzen krassen Sachen her, die ich mal brauchte, ja, um Sachen herzustellen. Okay. Boom. Falsch galt, jawohl. Wie viel habe ich jetzt? 14, ne? Ja. Na gut. Und hier war ich auch noch nicht, glaube ich. Ich war auf der Oberseite von diesem Gebiet hier schon, aber da muss ich ja schon wieder gegen Boss kämpfen, ne? Alter. Hier schon 6 Bosse, glaube ich, oder 5. Medusa. Medusa. Dann fangen wir mal so an. Boom. Holy Rain. Holy Rain. Holy Rain. Alter, was passiert mit dem?
Er hat voll richtig voll abgespackt. Boom, 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 was war das denn? Oh, jawohl, jawohl, geil. Stift war leider nicht da drin, und hat davon was abbekommen. Ach. Da die können halt rollen. Und ich habe ist das Zelda auch schon alle möglichen Dinger da ausgerüstet. Aber ihr geht das nicht. Aber drück ich vier, gell? Ah. Jetzt echt nicht gedacht, dass ich hier nur so lange in einem Stück sitzen würde. Sind eine Menge Bosse, die ich hier bekämpfe. Das sind aber eine Menge Erfahrungspunkte. Was war das denn? Was war das? Ich war irgendwie den Seitwärtsschritt mit dem Kampf gemacht, mit dem Angriff im Combo. Eine Schraube irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht genau. Sah komisch aus. Vielleicht habe ich mir nur eingebildet, aber keine Ahnung, sah nach dem Blick komisch aus. So, wo komme ich jetzt hin? Zu einem weiteren Boss. Es hört einfach nicht auf. Bald muss ich doch mal alle von denen gefunden haben. Okay. Oh, der ist Level 70, ne? Oh mein Gott. Au! Ah, du hast keine Schwäche gegen. Okay. Wow. Okay. Au. Da, habt ihr gesehen? Ich habe so einen Seitwärtsschritt nach Seite gemacht. Ich habe vier gedrückt, also blocken, wenn ich diesen dritten Angriff gemacht habe. Okay, er geht aber nur, wenn ich diesen extra Angriff mache, ne? Okay, cool. Das ist ja gar nicht mal schlecht. Mal ein bisschen experimentieren, ja? Okay. Ich kann danach, doch ich kann danach angreifen. Okay, ich muss ein bisschen auch experimentieren. Okay, was ist das für eine Fähigkeit? Ich kann danach nur angreifen, okay. Mein Gott, wie viele Angriffe ich dann machen kann. Ich kann also 7 Angriffe hintereinander machen. Vielleicht unter Fertigkeiten gucken, was genau das ist. Okay. 1, 2, 3. Seitwärtsschritt. Und dann macht sie noch so einen Angriff. Danach kann sie auch noch Arzt einsetzen. Cool. Au! Sah voll schmerzhaft aus, ey. Au. Oh. Das sieht voll heftig aus. Der so angestürmt kommt, ey. Au, lass mich. Oh mein Gott. Lass mich aufstehen, danke. Wieso bin ich weggestoßen? Ich habe diese Fähigkeit eingesetzt. Gefecht runter. Ich erreiche dich von hier aus, ja. Und nach unter. Alter. Boom. Du kannst mir einen Komm, ich werfe von meiner Hammer auf dich. Die hat noch 15.000 gegeben. Das andere hat mindestens 30.000 gegeben. Der gibt nur 15.000, obwohl er Level 70 war.
Okay. Nein, aber der Truhe. Ich habe sie voll zu spät gesehen. Und das ist Duke in seiner zweiten Form, glaube ich. Ja, super. Ja, auf den Arm nehmen. Nein, danke. Da gehe ich ein bisschen auf Nummer sicher, wenn ihr nichts dagegen habt. Ja, komm hier. Das ist mir ein bisschen zu dämlich. Juri hat, glaube ich, sogar Rom ausgerüstet. Dukes Gedenken. Oh, nee. Jetzt hat er in seine dritte Form, er ist in seine zweite. Gott sei Dank. Ja, da gehe ich lieber auf Nummer sicher und wähle Juri. Ja, genau, ey. Und ich habe doch letztens gesagt, ey, solange kein Duke hier vorbeikommt, ist das ganz schlecht. Und dann kommt er natürlich. Gibt's einfach nicht. Ey. Damit Juri und seine Teufelswaffe da aber ganz schön Schaden machen jetzt. Ey. Oh, der hat jetzt auch noch seine ganzen schönen Fähigkeiten, ey. Vielleicht kriege ich ihn ja down, bevor der irgendwie was machen kann. Natürlich super geil. 10.000 mache ich mit dem Angriff. Schon gleich tot, ey. Gott. Oh Gott. Ah, meine Arzt wurden versiegelt, du. Oh. Ikko Bangu. So, okay, wir leben alle noch. Aua. Danke. Was verreckt? Oh nein, nicht ich. Nicht ich, verdammt. Der Ducke. Oh, der ist tot, gut. Ich möchte dieses Fiasko echt nicht wiederholen hier mit dem. Okay, falsch galt. Okay, langsam habe ich so ein Gefühl, ich muss gegen einige bestimmte Gegner hier kämpfen, um von denen galt zu bekommen. Falsches galt. Irre ich mich? Oder da ist ein blaues Dingen. Jetzt kann ich da durch, okay. Ich habe 15. Ist 15 genug? Wir sind drei Schätze. Oh Gott, ich habe Angst. Ich nehme mal eine gute Gruppe rein. Hier ist kein Gegner. Das macht mich sehr nervös. Ich will Charaktere wechseln, mein Gott. Ja, ich nehme einfach mal mein super Team hier. Ich gehe noch hier mal rein. Ahnung, Auferstehung habe ich alles. Ja, das. Ahnung. Ja, Pro Objektwerfer, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Also nee. Keine Ahnung, ey. Boom, boom. Ich erkenne das hier so, aber einigen ist das jetzt schon langsam ein bisschen schwierig. Hier. Na, geht schon. Heiler Schlaf, keine Ahnung. Aha, egal, sind drei Truhen. Also, ja, war klar. So, wo ist der Gegner? Ja. Kann ich jetzt zurück? Hm. Oh, jetzt passiert irgendwas. Es war eine große Leistung von euch, so weit zu kommen. Ihr habt euer Ziel erreicht. Können wir das Labyrinth also hier verlassen?
Da führt dieser Weg vielleicht ins Land der Toten. Die Wahl liegt bei euch. Die Wahl liegt bei uns. Hoch. Ist das der, von dem dieses Buch die Rede war? Will er siegen oder unterliegen? Ein Sieg öffnet die Tür zur Rettung, doch eine Niederlage führt zu eurem Tod. Hey, da ist doch Dings. Boah, wie hieß der noch? Von Dings. Symphonia, Kratos. Oder? Der Tod wird überglücklich sein, euch in seine kalten Arme schließen zu dürfen. Hahaha. Kelly, den verputzen wir doch zum Frühstück. Kommt schon, jetzt geht's los. Das ist doch von Tales of Symphonia, oder? Ja, guck mal. Väter des Himmels gedenken. Okay, cool. Level 70, ja, das ist er. Der Vater von Spoiler. Der Vater von Lloyd, der echte. Einer Hauptcharakter, cool. Oh, den machen wir mal platt, ne? Ich hab nichts dagegen, ne? Ich glaube, wird nicht so schwierig. Oh Gott. Bin natürlich gelähmt, natürlich nicht so gut. Okay, Level war 110. Werden wir ja wohl schaffen, den Typen. Guck mal. Putzen den voll weg, ey. Das ist cool. Ich habe schon gewundert, ob irgendwie in dem Spiel auch so Cameo-Kämpfe kommen. Was normalerweise Tradition ist in den Tales of Spielen einigen. Wenn du gegen Charaktere oder von anderen Spielen kämpfen kannst. Oh nein. Wird leider nur unglaublich schwach sein. Da wir so hoch gelevelt sind und unsere Teufelswaffen haben. Oh Gott. Oh, ich starre. Oh Gott. Ja, ich glaube, die Reise bis hierhin war schon schwieriger als der Boss an sich, ne? Ja, guck mal. Aber egal. Ich möchte so ein Fiasko mit Duke nicht noch mal wiederholen, habe ich vorhin schon gesagt, ne? Von daher, meinetwegen, auch wenn der Kampf jetzt einfach ist. Ist cool. Putzen den voll weg, ey. Nein, der heilt sich hoch, der. Mach nicht einen auf Alexei, okay. Ich hätte hier ohne Teufelsaffen reingehen sollen, aber der macht mir aber trotzdem Schaden, ganz schön. Aha. Oh nein, das war's mit Yuri. Okay. Macht doch ein bisschen mehr Schaden auf einmal. Oh Gott. Also komm, habe ich gesagt, hier der Kampf ist einfach oder so, ne? Damit voll auf die Fresse. So was von klar, ey. Nein, geh weg von ihr. Warte mal, ich habe doch noch, mein Gott. Soll vielleicht mal Überlimits einsetzen, ne? Null hat er abgezogen. Wir sind damit sogar erledigen können, glaube ich. Oh! Mein Gott, er hat jetzt Schaden gemacht. Ja, der fragt so was von mir durch. Oh! Zurück in den Himmel. Boom. Okay, der hat genauso viel Erfahrungspunkte gegeben. Ich meine, Clint und seine Gruppe waren ein bisschen schwieriger als er. Aber okay. Oh nein, ihr habt das Hologramm des Kämpfes zerstört. Das ist ja unfassbar. Oh, na sieh mal einen an. Deine Tricks funktionieren bei uns nicht mehr. Komm jetzt endlich raus. Ich sag, du sollst rauskommen. Was ist denn das? Herausforderungsbrief, Legende. Erfülle deine Mission, bevor du stirbst. Glaubt ihr nicht, dies ist das Ende? Was soll denn das heißen? Ich bin mir sicher, aber ich bin mir nicht sicher, aber es ist oft mal ganz schön wütend auf uns. Ich schätze, wir werden ihn wiedersehen. Ist das da vorne etwa ein Ausgang? Ich weiß nicht genau, sehen wir doch mal nach.
Aber erstmal holen wir uns natürlich die Truhen, Leute. Geld. Geld. Nutzlos. Aber trotzdem, Geld. So, okay, das war... Ist eigentlich nur ein cooles Cameo, finde ich, aber... drehen, ja. Aber wir haben ja nicht irgendwie so viel Story irgendwie jetzt mitbekommen davon, ne? Verräter des Himmels, ich weiß, ich habe die Story nicht mehr so gut im Kopf von Tales of Symphonia, aber ich glaube, Kratos war doch auf der Seite der Bösen, ne? Hat sich aber als Guter ausgegeben für eine Weile. Er war ja in unserem Team, glaube ich, für eine Weile. Dann hat er uns verraten, glaube ich. Dann mussten wir den töten, glaube ich. Ich weiß es nicht. Sehr viele, glaube ich. Weil ich die Story nicht mehr so gut im Kopf habe. Ja, gehen wir mal hier raus. Ich nehme an, wir sind da fertig. Frische Luft. Mensch, Gott sei Dank. Ach, ich wollte noch ein bisschen länger spielen. Sollen wir jetzt zurückkehren? Wir können ja beim nächsten Mal einen anderen Weg einschlagen. Das ist überhaupt nicht witzig. Hört auf. Ich bin doch schon ein paar Mal hier reingegangen. Muss aber trotzdem wissen, was hat es nur mit dieser Stimme auf sich? Keine Ahnung, was das gewesen sein könnte. Wahrscheinlich ein Gespenst. Ich habe es dir doch gesagt, so etwas Gespenster gibt es nicht. Es war nicht nur ein alter Magier, der sich einen Spaß gemacht hat, Illusionen zu erschaffen, indem man sich verirrt. Na schön, lassen wir es also dabei. Das ist eine gute Idee, sonst ist Rita die ganze Woche lang stinksauer. Aber es könnte denn jemand auf den Gedanken bringen, so etwas zu tun? Vielleicht unser Geld? Nie im Leben. Schön zu sehen, dass die Welt noch immer voller Geheimnisse ist. Da hast du allerdings recht. Lass uns jetzt von hier verschwinden, an diesen Ort hält es nicht mehr. Das finde ich auch. Wir sollten gehen, bevor wir in ein anderes Labyrinth geraten. Ist ja schon gut. Ich werde definitiv noch mal hier reingehen, wenn ich... Ach ja, diese Erinnerung. Okay, das ist ein gutes Zeichen, dass ich vielleicht fertig bin. Keine Ahnung. Da war jetzt nicht so schwer, weil ich das Labyrinth an sich hat irgendwie, weiß ich nicht, länger gedauert, als irgendwie die Bosse irgendwie stark waren. Aber ich bin jetzt auch schon ganz schön hoch überlevelt. Also, ich hoffe, die Nekropole hat noch ein paar mehr Sachen zu bieten oder das Kolosseum. Kann ich jetzt, ich habe das ja nachgeguckt im Internet, kann ich jetzt am Dingens hier teilnehmen, in der nächsten Stufe oder was? Hier. Lass uns mal gucken, ja, ne? Okay, okay. Und dann sehen wir ja, ob wir jetzt hier was machen können oder so. Wenn ich gut, hatte ich heute noch fertig geworden bin mit dem Labyrinth, weil dann habe ich jetzt eine Übersicht über, wie lange der Part sein könnte, die Parts, Mehrzahl und viele Clips. Ich jetzt, ich habe jetzt 10 Clips. Der letzte Clip ist jetzt eine halbe Stunde lang, weil wir jetzt hier 5-6 Bosse bekämpft haben, aber ja. Okay. Bauen wir diese Briefe, um die ganzen Sachen hier freizuschalten? Weil ich habe jetzt so einen Brief bekommen, ne? Also schau ich die Vorstellung an. Versuch's doch mal. Bewerben Sie sich jetzt. Wollt ihr es wagen? Ah, hier. Der mysteriöse 200-Mann-Kampf. Okay. Was ja, weil ich mich freuen kann. Teamturnier, keine Gnade, okay. Gut, dann sind wir hier im nächsten Part wahrscheinlich beschäftigt, ne? Gucken wir mal, was wir da noch so alles finden können. So belohnungsmäßig und so. Ich hoffe, das lohnt sich. 200 Leute, das ist doppelt so viel wie vorher. Aber wir haben jetzt auch Level 111 erreicht. Wir haben jetzt Teufelswaffen wie blöde, die jetzt super stark sind und die uns super stark machen. Und ja, wird schon. Machen wir dann im nächsten Part, ne? Gut. Und sagen, ich übernachte mal hier kurz noch, ne? Und ja, in der nächsten Folge machen wir an dem Kolosseum weiter. Wird bestimmt Spaß. Und ja, den sehen sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat ein paar gefallen. Bitte hinterlasst ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Es würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.